Hallöchen, hier bin ich wieder. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich war ja heute schon mal da und habe den Yippie-Eistee für Kinder von Rauch getestet mit der Sorte Pfirsich. Übrigens, wir haben heute Freitag, den 2. Juli. So, und jetzt komme ich mit etwas ganz, ganz Neuem, was auf dem Markt ist. Und zwar erst seit genau dieser Woche. Und zwar, schaut mal her. Haribo Donuts kosten 69 Cent und gibt es nur bei Aldi Nord. Habe ich heute entdeckt. So sieht die Verpackung aus. Haribo Donuts. Neu auf dem Markt und hier steht es auch ganz klar, nur für kurze Zeit. Die gibt es auch nur bei Aldi. Die gibt es nirgendwo anders, nur exklusiv im Aldi Nord. So, meine Freunde. So sieht die Verpackung von hinten aus. Sie sieht sehr, sehr gut aus. Und es sind Haribo Donuts, das habe ich ja schon gesagt. So, und zwar Geschmacksrichtungen hier Zitrone, Apfel, Himbeer, Blaubeer, Pfirsich und Erdbeer. So, meine lieben Freunde, das ist aber noch nicht alles. Neben dieser Verpackung gibt es noch ganz neu und auch nur für kurze Zeit bei Aldi. Haribo lustige Milchshakes. So sehen sie aus. Und sind auch bei Aldi Nord nur dort erhältlich für kurze Zeit. Für, ich schau mal eben nach. Ne, stimmt gar nicht. Moment, die Haribo Donuts und Milchshakes kosten... Moment, Haribo Donut Milchshake. 69 Cent. Und ja, das andere war 65. Also alle Haribo-Sorten 65 Cent. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Mal schauen. So, jetzt. Da, 65 Cent. Bei uns im Essen im Aldi. Aber es ist übrigens in ganz Deutschland in allen Aldi-Filialen erhältlich. So, die Haribo lustige Milchshakes in der Sorte Vanille und Erdbeere. So sieht's aus. Haltbar bis nächstes Jahr. Das ist aber noch nicht alles. Das sind die ersten. Dann gibt es bei Haribo noch diese hier. Die Haribo Stadionwurst. Geschmacksrichtungen Zitrone und Erdbeere. So sieht's von hinten aus. So. Alles exklusiv bei Aldi erhältlich. Nirgendwo anders. So, das ist, ich habe das also alles doppelt gekauft. Von jeder Sorte habe ich mir gleich zwei Tüten geholt. Ja, so. Die hatte ich ja euch schon gezeigt hier, die beiden. So. Und eben hier Haribo Donuts. So sehen sie aus. Haribo-Sorten schmecken übrigens alle hervorragend, deshalb bringt es jetzt nichts, wenn ich alle Tüten aufreiße und alles probiere. Macht keinen Sinn. Ich kann euch aber versichern, dass die schmecken, denn ich habe einen Freund, der hat die heute schon probiert und die schmecken sehr, sehr lecker. So, und das ist das. Also wie gesagt, die Haribo Fußballfieber, das ist die hier, die kosten bei Aldi 65 Cent und die anderen neuen Haribo-Sorten 69 Cent. Ist ein Angebot, normalerweise kostet Haribo ja 99 Cent und haltbar sind die Sachen alle bis nächstes Jahr. Und dann gibt es noch zwei Sorten, die gibt es allerdings überall zu kaufen. Und zwar einmal hier die Haribo Joghurtis. Die sind neu auf dem Markt, gibt es bei Kaufland und überall anders auch zu kaufen. Die habe ich auch nicht bei Aldi gekauft hier, sondern bei Kaufland. Da gab es die bis Mittwoch im Angebot für 55 Cent. Genau, so war das. Oder 59 Cent, eins von beiden. Die sind sehr lecker, die habe ich auch probiert, schmecken sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch, auch in allen Läden verfügbar, diese hier, Haribo Fruitmania.
Das ist Joghurt in der Geschmacksrichtung Erdbeere, Heidelbeere, Aprikose, Pfirsich, Maracuja, Himbeere und Kirsch. So sieht die Verpackung aus. Gibt es auch in allen Läden, Kaufland, Real, überall zu kaufen. Aber nur eben diese beiden Sorten, die es wirklich überall zu kaufen gibt. Die ist Veggie, die anderen nicht. In allen anderen befindet sich Gelatine. Mich stört's nicht, Gelatine gehört halt da rein. So ist das nun mal und da muss man auch mit klarkommen. So, das sind also die Sorten hier, die ich euch ja eben schon gezeigt habe, die es exklusiv nur bei Aldi gibt. Ich gebe euch den Tipp, probiert die mal, die schmecken sehr lecker. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, mal doch zu probieren, damit ich euch auch sagen kann, wie die schmecken also auch. Und so sehen die aus. Und die riechen richtig lecker, das ist schon mal ganz klar, leckeres Fruchtgummi. Das ist jetzt, Moment, Erdbeer. Probieren wir mal. Ja. Sehr lecker. Das gefällt mir. Dann probieren wir direkt mal die nächste Sorte. Das hier ist Blaubeer. So sieht's aus. Schmeckt alles sehr süß, aber irgendwie, mal schauen, wo ist denn der Apfel? Den hier, glaube ich, ne? Nee. Moment mal, ich muss jetzt erstmal den Apfel suchen. Hier haben wir den Apfel. So. Den schmeckt man auch. Dann probieren wir mal, was soll das denn jetzt hier sein? Das muss ich mal eben schauen. Das ist Pfirsich. So. Und zu guter Letzt schmeckt wie Pfirsich-Eistee. Zitrone probiere ich jetzt. Himbeer hatten wir noch nicht. Wo ist die Himbeere? Das ist Erdbeer. Die schmeckt aber auch gut hier. Eine Zitrone schmeckt man. Jetzt frage ich mich gerade nur, die sollte etwas heller sein. Das müsste. Das hier war Erdbeer, das hatten wir. Also ist das hier, oder? Moment. Moment mal. Die Erdbeer war das. Das hier ist die Himbeere. Die probiere ich jetzt. Ja, boah, die schmecken richtig lecker, so wie es sein soll. Ja, ist auch Gelatine drin, Säurungsmittel und so weiter, ist ja klar. Und viel Zucker natürlich, ne? So, das sind die anderen, die habt ihr ja schon gesehen. Hier ist dann einmal Vanille und Erdbeer drin und sie heißen Haribo lustige Milchshakes. Die habe ich tatsächlich schon probiert, denn ich habe heute Morgen habe ich ja einen Freund getroffen, mit dem habe ich mich unterhalten, der hatte die ja hier schon probiert, der hatte diese Tüte auf, die habe ich also beide probiert, in der Sorte Erdbeer und Vanille und deshalb hatte ich mich auch entschieden, mal zum Aldi zu gehen und beides zu kaufen, um sie dann auch zu testen und ich kann euch sagen, die mache ich jetzt nicht auf. Aber beide Sorten, sowohl Vanille wie Erdbeer, schmecken sehr, sehr lecker. Es schmeckt auch wie ein Milchshake, das kann ich euch garantieren. Also, an alle, die gerne Haribo essen und bei sich zu Hause eine Aldi-Mord-Filiale haben, geht hin, deutschlandweit für 69 Cent. Und die hier schmecken auch sehr lecker. Die gibt es in der Sorte, wie ich ja schon gesagt habe, Zitrone und Erdbeer. Schon probiert, sehr lecker. Gibt es seit Montag bei Aldi. Deshalb habe ich die auch schon probiert. Und ich dachte mir heute, komm, nimmst du die auch nochmal mit. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert die ganzen Sorten gerne aus. Diese beiden Sorten hier gibt es in jedem Laden, sowohl bei Real wie auch bei Kaufland, Globus oder sonst irgendwo. Nur eben die anderen Sorten hier gibt es nur bei Aldi. Wenn ihr diese Sorten woanders entdeckt habt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben.
aber sie soll es tatsächlich nur exklusiv bei Aldi Nord geben. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, hat ein bisschen länger gedauert, aber meine Empfehlung Haribo. Das ist übrigens die beste Sorte für Fruchtgummis, die es auf dem Markt gibt. Das kann ich euch garantieren. Ich esse ja auch immer die Haribo Supergurken, die gibt es ja auch in so einer großen Dose, die habe ich da hinten stehen. Und Katjes zum Beispiel esse ich überhaupt nicht, das Zeug schmeckt nicht und warum weiß ich nicht, also ein Katjes Freund bin ich nicht, deshalb werde ich damit auch keine Werbung machen, aber mit Haribo immer wieder gerne und ich kann euch auch gerne mal zeigen, Moment, da muss ich mal eben die Kamera einmal mitnehmen und zwar, es gibt ja dann auch noch die Haribo, Moment, hier, saure Gurken. Oder die heißen jetzt Supergurken. Die kaufe ich mir immer bei Real. Die schmecken auch sehr gut. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Man sieht sich. Bis bald. Abonniert meine Kanäle. Folgt mir bei Instagram. Abonniert mich gerne bei YouTube. Oder schickt mir einen Daumen nach oben bei Facebook. Bis bald. Tschüss.